Er dachte wohl auch, er sei ein Star. Und damit willkommen zu diesem Video. Ein wohl immer wichtiger werdendes Thema in GTA, was in den letzten Monaten und kommenden Jahren mehr und mehr an Aufmerksamkeit gewinnen wird, ist das Fliegen. Es sollte nun mal kein Geheimnis sein, dass man gerade in GTA sehr gut bedient ist, was die Fahrzeugvielfalt angeht. Sie sind ein fester Bestandteil des PvP-Erlebnisses in diesem Spiel geworden. Und ohne Frage mit die effizienteste Art, sich in der heutigen Zeit, in diesem Spiel, zwischen eben all diesem Dreck durchsetzen zu können. Aber warum mache ich dieses Video? Kurz gesagt, ich möchte euch was beibringen. Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem sich nun einige fragen werden, warum will Tod von oben mir etwas über das Heli-Fliegen beibringen? Möchte ich nicht, habe ich nicht nötig. Doch habt ihr. Denn keiner von euch kann wirklich mit dem Helikopter umgehen. Geschweige denn richtig fliegen, und zwar sogar nicht. Ihr seid alle schlecht. Und nein, das wird kein weiteres Video, wie es ohnehin schon unzählige auf YouTube gibt, wo ich mit haltlosen Behauptungen um mich werfe und mich selbst zum besten Piloten ernenne. Das ist absolut nicht meine Intention. Warum darf sich dieser egozentrische und abgehobene Möchtegern-Spieler denn so über seine, bzw. die gesamte Helikopter-Community sprechen? Ganz einfach, ich bin eben gut. Und ich würde behaupten, in besonders den letzten 2,5 Jahren so viel Erfahrung gesammelt zu haben, um jetzt darüber urteilen zu können, was einen guten Piloten ausmacht und wer überhaupt gut ist. Um das jetzt aber als Zuschauer verstehen zu können, ein kleiner Exkurs. Ich gehe also zurück zum Ursprung allen Übels, Gerd Hunderlord. Dass es da intern Probleme gab und noch immer gibt, sollte den meisten bekannt sein, habe ich mich auch oft genug zu geäußert jetzt. Ansonsten verweise ich auf das Video von Rabix. Aber ja, der Lord hat das Heli-Fliegen in der Online revolutioniert. Deshalb werde ich in dem Video noch einige Male darauf zurückkommen. Für die Neuen, also den Abschauen. Neben dem Lord gab es damals eine Ktagrev, die FH1H. Unter der Leitung von Ferus, auch einem damaligen Mitspieler. In der Crew waren mit die besten Piloten Deutschlands, vielleicht sogar Europas, ist immerhin ohne Vergleich schlecht zu sagen. Aber so viele YouTuber gibt es ja nicht, die fliegen, zumindest besonders gute. Aber zurück zum Thema. Einige dieser Spieler kennt man heute noch. Die Stimme wird's aber nicht packen, diesen Namen auszusprechen, deshalb lassen wir das an der Stelle. Jedenfalls waren die scherzhafterweise die SS des Lords. Wenn man mal nicht mit den üblichen Verdächtigen gespielt hat, dann mit der Crew. Klingt ja alles erstmal wunderbar, war es denke ich auch. Wie das nun mal so ist, kam es damals zu Auseinandersetzungen zwischen Spielern innerhalb der Crew, was zur Folge hatte, dass sich die Crew auflöste bzw. sich der sehr gute Teil der Spieler verabschiedete. Die Hintergründe sind für euch eigentlich nicht relevant, aber Grund für dieses Video. Man hat sich dazu überreden lassen, schlechte Spieler in die Crew zu lassen. Warum man das gemacht hat, ist bis heute nicht für alle klar, aber man kann sich denken, was sowas für Auswirkungen haben kann. Das damalige, in gewisser Weise Aushängeschild des Lords und deren Ruf. Zu der Zeit gab es auch noch sogenannte Krieg-Kriege, prinzipiell Auseinandersetzungen zwischen zwei Krieg, das artet dann in einem Nachjorn-Krieg und Oblats aus. Die später wohl bekanntesten Krieg, die XLX, Kirche des Deluxus und des EC1, war mit der stärkste Erzfeind der Kirche des Hunters. Dazu mache ich aber nochmal ein ganz eigenes Video. Aber wie es dann so kommt, hat man die Krive auf Eis gelegt und eine neue Krive gegründet, die Orde of the Hunter. Mit dieser Aktion wollte man wahrscheinlich vorbeugen, den Namen und Ruf der eigentlichen Krive nicht komplett in den Dreck zu ziehen. Spoiler, das hat nicht so funktioniert, denn hätte es funktioniert und man wäre bei der Aufnahme von neuen Spielern gründlicher gewesen, müsste ich dieses Video hier jetzt nicht machen. In der neuen Krive wurden also mehr und mehr Idioten hinzugeholt. Das war so schlimm, dass man sich dachte, man teilt die bestehende Crew in drei neue, die FH1H für Hauptcrew, die FH1C für Kommandos
Und zu guter Letzt die FH1L für Rekruten, von der Idee her gar nicht schlecht, aber man hätte die Rekrutenkurve deutlich vom Rest trennen müssen. Vielleicht kennt jemand meine Events-Zusammenfassung. In einem gab es damals einen Spieler, der mich getankt hat. Ist mit einem B11 in meinen Hunter geflogen. Der war damals in dieser Rekrutenkurve. Und er war, soweit ich weiß, auch der Grund für die Veranlassung der Löschung dieser Krips. Das hat man mir erzählt, nachdem ich bestimmt noch 5 Minuten in der Party am Fluchen war, wie behindert dieser Typ eigentlich ist. Wieder später hatte man also nur noch die Hauptkrips. Man könne jetzt sicher noch Daten liefern, wann das alles war, das ist es mir jetzt aber nicht wert. Aber es ist 2019. Ich habe meinen YouTube-Kanal erstellt und wollte etwas Positives dazu beitragen und habe ein Video gemacht, wie man den Noob-Bikes am besten kontert. Das in 2 Event-Videos haben den Grundstein für dieses Video gesetzt. Denn circa 2 Wochen nach diesem Video saß ich unter anderem wegen Exalron, einem mittlerweile schon sehr guten Freund, in deren Party. Da war ich nun also mit meinem, ich glaube damals war es Level 120, Tod von oben akkund. Da hab ich dann die Spieler erstmals kennengelernt. Pobiles, Ferus und das undankbare Kind, was sich nicht über das Geburtstagsgeschenk freuen wollte. Aber wo finde ich meinen Platz in dieser Geschichte? Ich bin der, der in die Probleme der Kriv reingeworfen worden ist. Eine fast schon Dauerbelastung durch die eben genannten Kriv. Ich kam dabei, zum Glück für mich, gut weg und war weniger von Rip-Videos betroffen. Allerdings hat mein Verständnis für PvP unter all dem gelitten. Die FH1H marschiert, so hieß mit eines meiner ersten Videos als Kriv-Mitglied. Wir kamen mit 6 Mann war das damals, glaube ich, in die Lobby und haben da eben mal aufgeräumt. Ein Team waren wir damals noch nicht, aber es hat funktioniert wie eins. Aber das hat sich in den darauffolgenden Monaten und Jahren geändert. Natürlich war die Krive auch da oft an ihrem Tiefpunkt. Man hat Leuten vertraut, denen man besser nicht hätte vertrauen sollen. Stichwort Elektro-Uwe, erneut ein Spoiler. Bei 90% der Fällen hatte ich von vornherein die Vermutung, dass neue Mitspieler Verrat begehen werden. Oder, und das ist folglich der Hauptgrund gewesen, einfach lutschen wollten, immerhin hatte man ja den Kontakt zum Lord. Lustigerweise hat man dann immer versucht, den Spieler gut zu reden, gelacht habe ich dann aber, als genau diese Personen am lautesten in den Partys geflucht haben. Das ist bis heute das Problem, das Spielverständnis einer Person zu prüfen bleibt aus. Stattdessen liegt der Hauptfokus, und da bin ich nicht der Einzige, der so denkt, darauf einen Schoßhund zu haben. Warum man Menschen um sich herum haben will, die keine eigene Meinung vertreten, alles bejahen und lutschen, kann man nur vermuten. Aber das ist das grundlegende Problem. Nachdem die Krive dann, im Beisein meinerseits und anderen Mitspielern, die jetzt ganz plötzlich ein ganz anderes Denkverhalten an den Tag legen, neu auszuleben versucht hat, entschloss ich sie final zu verlassen. Erneut wie der schlechte Spieler mit der Absicht zu lutschen. Und da möchte ich mich gar nicht von freisprechen, vom Lutschen schon, denn das war nie meine Intention und ich bin auch nicht, wie die allermeisten danach von mir aus auf die Leute zugekommen, sondern umgekehrt. Aber von dem damaligen Chill-Level, vergleicht man alte Videos mit den neuen, wird einem meine Entwicklung spieltechnisch auffallen. Aber im Vergleich zu anderen hat sich der Chill damals schon von anderen abgehoben. Das war 2019 zusammengefasst. 2020, und keine Sorge, so lange wird das hier jetzt. Da gibt es nämlich nicht viel zu zusagen. Ja, wo fange ich an? 2020 war für meinen Kanal mit am erfolgreichsten. Ja, jetzt mag manch einer sagen, HM, für 300 Abonnenten nicht sehr erfolgreich, mag sein. Sieht man das aber aus der Sicht von mir, sehr erfolgreich, ohne Puss oder sonstigen Einflüssen eine kleine Community aufgebaut. Und man hat mir damals angeboten, den Kanal zu pushen, habe ich abgelehnt. Ich denke, hätten heutige Spieler die Möglichkeit, naja, sehr anders aus. Abgesehen davon gab es aber auch noch andere Erfolge zu feiern. Die Hasenjagd, Thunderlord und Habix hatten damals ihren ersten Biff. In Partys wurde gelästert und man hat dem damaligen Feind nicht das Allerbeste gewünscht. Ferus und ich, Krileader der 1800 Griff, haben uns dann also entschieden, die Jagd fortzusetzen. Das wurde, seitdem ich Kontakte zu allen hatte, immer mal wieder periodenweise vollzogen. Aber diesmal war es anders. Da lag, je nach Betrachtungsweise, im Sterben. Die damalige 24-köpfige Krew wurde aufgelöst und bestand nur noch aus einer Handvoll Leuten, aber kompetenten, teilweise. Wenn also nicht gerade eine Heli mit Musik im Ohr geflogen ist, habe ich alleine meine Belastung fortgesetzt. Als das Hasenjagen dann aber wegen Fallout auf Eis gesetzt werden musste, beschloss ich mit dem Spieler, den ich seit Tag 1 kannte, das Hasenjagdverein zu gründen. Mit Hobeles setzte ich mich dann also hin und wir entwarfen einen Plan.
Ich reaktivierte meinen Narchen-Akku und mit welchem ich in beiden Rabix-Griffs war, und es begann. Die Fuchsmasken hatten eine ganz neue Bedeutung, denn Füchse jagen ja bekanntlich Hasen. Der kompetente Teil meiner Abonnenten machte kurze Rockstar-Aufnahmen, kleine Kurzfilme fast schon. Und ich rufte den Raute "Die Hasen bleiben im Käfig" ins Leben. Das breitete sich ziemlich zügig aus und es entwickelte sich über die Zeit im BEF eine Jagdgemeinde. Da kamen dann sogar die restlichen Teile der noch bestehenden Krive dazu und unterstützten die Jagd. Ein Fehler, den ich mit Hobeles damals gemacht habe, war der, den zum Krivliader zu machen, der alle anderen Krivs auf kurz oder lang gegen die Wand gefahren hat. Aber das konnte ja keine ahnen damals, weil wir dieses Mal Regeln beschlossen haben, die besagen, dass alle Teilnehmer innerhalb der Kriv zustimmen müssen, bevor jemand Neues die Runde betritt. Beim letzten Event war es dann soweit, neue Mitspieler, die wortwörtlich über Nacht in die Kriv kamen. Leicht vorbelastet, wie jetzt jede von euch nachvollziehen kann, habe da natürlich wieder den Untergang gesehen, und meine Erwartungen, sie waren korrekt. Aber alle fanden ihn doch so gut, alle waren zwei Spieler, Katze und Kühlschrank, die Leute wissen, was damit gemeint war. Also habe ich die Kriv verlassen, lustigerweise sind die anderen vier gleich mit rausgegangen. Folglich stand dann da die Dreimann-Armee, gegen 80.000 Hasen, wie belastend. Ja, die Kriv musste daraufhin gelöscht werden, weil ganz plötzlich Ex-Mitspieler nachgehend sind, HMM. Mittlerweile existiert sie wieder vor sich hin. Bestehend aus wieder drei Mann. Der Spieler, der fälschlicherweise das Problem war, sitzt heute mit mir in der Party, hat sich herausgestellt, dass er doch nicht so ein schlechter Mensch ist, wie ich erst vermutet habe. Also an dich jetzt nochmal, ich habe mich in der Party schon bei dir entschuldigt, wegen meiner voreingenommenen Meinung, aber du verstehst jetzt sicher auch, warum meine Reaktion so war, wie sie nun mal war. Jetzt würde eigentlich der Sandmitspieler Beef kommen, aber der würde den Rahmen sprengen und ihn wahrscheinlich mehr als ohnehin schon, mit Fakten belasten. Also, da habt ihr den Grund, weshalb ich dieses Video hier machen muss, und ganz nebenbei meinen Werdegang als Pilot. Fazit, ich habe in der vergangenen Zeit mit den ganz Großen gespielt, so abgehoben es klingen mag, ist eben die Wahrheit. Daher bin ich der Meinung, habe ich sehr wohl das Recht, und auch das nötige Spielverständnis angesammelt, um hier urteilen zu können und tatsächlich zu sagen, was einen guten Spieler ausmacht. Und für die ganz verblendeten Fanboys, schaut euch das letzte Event-Video an und schaut, was ich mit eurem, in den Himmel gelobten, Lieblings-YouTuber gemacht habe. Um jetzt also endlich mit dem Video anzufangen, was habe ich denn vor? Zum einen möchte ich mit meiner langjährigen Erfahrung darüber sprechen, was einen guten Piloten ausmacht. Hierfür habe ich das Helikopter-ABC-Konzept entwickelt, dazu später mehr. Dann möchte ich euch, auf Grundlage meines Schiffs zeigen, was es tatsächlich heißt, ein Pilot zu sein. Hierbei werde ich dann Clips von mir analysieren, und zeigen, warum ich, wie, in einer Situation gehandelt habe. Wenn sich also jemand erhofft, hier etwas zu lernen, also Flugtechniken oder sowas, kann gerne wieder gehen, ich werde hier nämlich nicht genauer wie nötig werden. Allgemein wird hier wahrscheinlich niemals ein Video kommen, wo ich erkläre, wie man beispielsweise Lenkraketen ausweicht oder sowas, das Wissen kommt ja schließlich nicht von ungefähr und wird mit jedem geteilt. Minuspunkt 1 auf meiner Liste. Das Ausweichen. In den letzten Monaten sind in der deutschen Heli-Piloten-Szene immer häufiger Videos aufgetaucht, in denen ausschließlich Clips gezeigt werden, wie irgendwelche, dagelaufenen Vollidioten, Raketen mit dem Heli ausweichen. Ja, das Ausweichen einer Stinger-Rakete macht einen Clip schon irgendwo ansehnlicher zu sehen, vor allem bei solchen Piloten, die sonst leider aber überhaupt nichts abzuliefern haben. Wenn ich dann aber mitbekomme, wie man sich im Discord drüber streitet, wer denn nun welche Methode erfunden hat, bekomme ich einerseits harte Kopfschmerzen, andererseits muss ich hart lachen. Das beste Beispiel wäre hier Medi, ich denke, den kennen die allermeisten, ein GTA-Veteran. In dem Discord-Gespräch hat sich dann irgendein Idiot darüber ausgelassen, dass Medi ja angeblich deren Ausweichmethode geklaut hätte, wo ich mir dann denke, die meisten dieser Spiele haben nicht mal einen Akku und der über Level 200 geht, wollen dann aber eine Methode für sich beanspruchen, die Jahre vorher schon von, unter anderem Z-Wächter, genutzt worden ist. Ich denke mal, dieses, für sich beanspruchen, kommt von meiner Blitzkriegstrategie oder dem Bismarck-Konzept. Nun sind das aber alles Dinge, die von mir stammen, mit Videobeweis, immerhin zeige ich in einem Videoclips, in denen ich noch unter Level 200 war, ich bin jetzt etwas über 300, also Clips von Mitte 2019. Aber klar, ihr wollt auch etwas haben, wo ihr dann sagen könnt, HM, das ist jetzt von mir hier, meins. Ja, sehe ich, ich war auch mit der erste damals, der Tagame Plaisor in ein Video verpackt hat, mit Hintergrundmusik, nach meinem Diagnosekrebskind-Video.
wo der Kanal erstmals richtig Aufmerksamkeit dazu gewonnen hat, häuften sich die Videos von den Möchtegern-Piloten dann. Und ich sehe jetzt schon die Kommentare von dieser besagten Spielergruppe, dem JG71, der Pseudopriester und die Konservenlöse, du bist voll schlecht, bla bla. Ja, im Ernst, wenn ich denn so schlecht wäre wie, vor allem aus dieser Richtung gesagt wird, warum legt man dann so viel Wert auf angebliche Aussagen von mir, hier mal eingeblendet. Also ist mein Wort für diesen Spieler hier viel wert. Mal abgesehen davon, dass ich das hier nie gesagt habe, hättet ihr wohl gerne den Funken Aufmerksamkeit, den ich euch wahrscheinlich gerade sogar gegeben habe. Ich kann da aber herzlich wenig von Potenzial sprechen, kurzgeschnittene Clips mit eigentlich uninteressanten Szenen. Klar, die Noobs finden das jetzt wieder richtig cool, eine Rakete umlenken, impressiv. Ja, ich sehe, wie impressiv das ist, Raketen ausweichen ist keine Kunst im Helikopter. Für die meisten schon, aber die können halt nicht fliegen und sollten das Video jetzt aufhören zu schauen. Eine Rakete auszuweichen ist in gewissen Situationen vielleicht hilfreich. Es haut einen beispielsweise aus einer Notsituation raus, wenn das ECM zu Ende geht, oder man im Akkula gegen eine große Spielermenge auf freier Fläche kämpft. Aber sowas sieht man nicht in solchen Videos. Möglichst kurze Clips, wo weder Streaks noch sonst was Schilfrolles gezeigt wird. Vorab fliegen die wahrscheinlich penetrant vor Spielern her und provozieren einen Stingerangriff. Und dann wird hauptsächlich die sogenannte Tennis-Methode angewendet. Selbst in Situationen, wo leichtes nach rechts Schwenken ausreicht. Ja, da müsste man meinen, ist schon mehr drin, wenn man bedenkt, dass dieser Abschaum von Piloten tagtäglich dieses Spiel spielt und fälschlicherweise behaupten, gut oder so war es in die Richtung zu sein. Zugegeben kenne ich die meisten erst seit kurzem, seit meine Kommentare mit Müll zugepumpt wurden. Blog ist mir durchaus ein Begriff, der freut sich sicher, dass er jetzt nach knapp anderthalb Jahren von mir zu hören bekommt, aber auch der ist nicht gut. Alte GTA-Spieler wie Exalrun oder Nivram kennen diesen Deppen nämlich noch, unter dem Namen ECM Hunter. Haben die dem damals versucht beizubringen, wie man Raketen ausweicht, hat laut denen aber nicht so geklappt. Würde er heute natürlich nicht zugeben. Aber es genügt mir zu wissen, dass er in dem Moment genau weiß, auf was ich hier anspiele. Aber wie gesagt, ein Haufen Idioten. Einer von denen hat sich von einem, jetzt konvertierten Mitspieler, damals in einen Gangangriff fahren lassen, ja, da kam dann die Orbi aus dem Nichts. Aber sehr professionell und vor allem für behaftete Spieler. Aber zurück zum Video, alleine diese Ausweichmethode hier. Ja, so schlecht, braucht kein Mensch. Wer das häufig macht in seinen Videos, zeigt, dass er im Prinzip nicht fliegen kann. Ich hatte sogar Schwierigkeiten, den Clip auf die Schnelle zu replizieren, weil so eine Rakete fast unmöglich kommen kann. Denn wenn ich richtig fliegen kann, fliege ich zuerst einmal tief, fliege möglichst nicht frontal auf den Gegner zu, sondern nutze Deckung und habe ihn dann umgebracht, bevor die Stinger überhaupt losfliegen kann. Denn das ist die eigentliche Kunst, sein Können so anzuwenden, dass der Gegenüber nicht mal die Chance hat zu reagieren. Und das sehe nicht nur ich so, sondern auch andere, die ebenfalls dauernd über Spielverständnis in ihren Videos sprechen. Mal schauen, ob sich da was nach diesem Video ändert. Lustig wäre es jedenfalls, weil sie mir dann unterschwellig Recht geben müssen, und das ist wohl das Letzte, was die wollen, mir Recht zu geben. Also, in Videos auch zeigen, dass man in der Lage ist, Heli zu fliegen. Das ist einer der wichtigen Punkte, das Ausweichen mehr als Notlösung zu sehen. Und wenn man es dann unbedingt zeigen will, nicht nur im Akkula, denn der ist wie dafür gemacht mit seiner Wendigkeit. Ich verlinke euch zu der Thematik mal ein Video in der Beschreibung. Woraus setzt sich das Heli-Fliegen denn jetzt zusammen? Map Awareness. Weißt du noch, dass ich plötzlich ein Star war? Unnahbar, abgehoben wie die NASA. Eine der wichtigsten Faktoren. Ich saß die Tage mit einem alten GTA-Spieler zusammen, und wir haben uns unter anderem auch über dieses Video unterhalten. Und er war da genau derselben Meinung. Schließlich saßen wir 3 Stunden zusammen und haben alte Videos fast schon analysiert eigentlich, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Map Awareness mindestens 40% des BVP in Luftfahrzeugen ausmacht. Da fließen natürlich auch noch mehr Dinge hinein, wie beispielsweise die Spielerfahrung an sich. Aber bleiben wir mal bei dem Punkt. Die Kompetenz, die Map zu lesen, ist mit die Grundvoraussetzung für einen Piloten. Du kannst noch so gut sein, wenn du die Map nicht lesen kannst und mögliche Gefahren aus dieser schließen kannst, stirbst du ziemlich sicher. Präventivschlag ist hier der Begriff. Zur Map Awareness zähle ich übrigens auch den Kiffhead und die Spielerliste. Durch diesen kann man Gegner schließlich auch ausmachen.
Ein Ghostjet mag für viele vielleicht erstmal eine Gefahr sein, ist er irgendwo ja auch, immerhin sind XPMGs von oben ziemlich tödlich für den Heli. Aber solche Leute haben meist keine Ahnung von taktischem Spielen. Die bringen im Ghost dann Spieler um, an denen man sich auf der Map orientieren kann und relativ genau den Jet-Standort festmachen kann. Dann natürlich der orbitale Beschuss, für viele auch noch ein Thema. Für den hier ganz besonders, da hast du dir ja wieder was geangelt, Virus. Hier werde ich nicht genau ins Detail gehen, immerhin brauche ich den Überraschungsmoment noch für diverse Leute, aber auch hier hilft die Map Awareness. Und um diese Orbitalkanone ist Nobig-Thematik direkt mal zu klären, klar ist die Orbi Nobig, aber warum soll ich mir die Mühe machen und aus meiner Basis kommen, um Spieler umzubringen, am Beispiel von ihm hier. Der hat sich in einer Woche dreimal orbitalen lassen, glaubt ihr, da hätte im direkten Angegen an eine Chance? Ich brauche keinem zu beweisen, dass ich spielen kann, da mache ich mir für so einen Jungspund in der Szene doch nicht die Hände schmutzig. Aber gut, ich habe mir da einige neue Methoden angeeignet, meine Mitspieler übernehmen das mittlerweile aber auch ziemlich gut, so dass ich dieses Jahr nur ganze zweimal gestorben bin. Einmal durch Orbi, da lag der Fehler aber an mir. Mir war durchaus klar, dass da jemand saß. Unterschätzt habe ich ihn dann dennoch. Ist aber auch kein Riesenproblem, immerhin stand es danach 30 zu 1. Kurz gesagt, das Resultat von dem Lesen der Map ist eine Verlängerung der Lebenszeit. Man hat es vielleicht schon gemerkt, Heli-Fliegen ist eine sehr komplexe Sache. Bodenhansel sehen im Helikopter zwar immer einen Noob, aber die verstehen dessen Vielseitigkeit nicht. Damit ihr das besser versteht, habe ich mir ein Konzept einfallen lassen, welches alle Faktoren des Fliegens aufgreift. Das Helikopter ABC, denn grob zusammengefasst sind die beiden Hauptfaktoren die Zusammensetzung des Schiffs. Der Masterreise. Aber was ist die Heli-Masterreise? Vom Prinzip her der Inbegriff von Schi, ein Pilot, der alles beherrscht und anwenden kann. Und das ist im ABC niedergeschrieben. Zwei Abschnitte, das Luftfahrzeug und der Pilot. Viele, und dabei würde ich vom Großteil sprechen, sehen das Fahrzeug als die Waffe an, das Inferno, mit dem alles zugrunde geht in der Lobby. Nur ist es falsch. Denn das Luftfahrzeug ist vielmehr nur ein Werkzeug. Wenn du kein AIM hast, machst du keine KISS. Und dass du kein AIM hast, liegt sicher nicht an dem Helikopter. Wenn du aber AIM hast, kann der Helikopter den bestehenden Schiff fokussieren. He's too strong. Without my hammer, I can't. Are you Thor, the god of hammers? That hammer was to help you control your power, to focus it. It's never your source of strength. Ist eine lustige Hommage, im Prinzip aber genauso der Fall. Der Heli liefert dir mit seinen Modifikationen und Vorteilen eine bessere Kontrolle. Aber entfalten kannst du den Heli nur, wenn du die Künste des anderen Hauptfaktors verstehst. Der Pilot. Denn der ist im Endeffekt verantwortlich für Sieg oder Niederlage. Wie eben schon angeschnitten, ist Map Awareness ein wichtiger Unterfaktor, aus dem sich unter anderem das Taktikverständnis ergibt. Mir ist bewusst, dass hier nicht alle Punkte perfekt lesbar sind. Ich wollte in Zukunft aber nochmal ein genaueres Video zum ABC machen. Dann werdet ihr auch eine komplett ausgearbeitete und vor allem lesbare Liste sehen. Und diese Schiss, die sich in diesem, ich sag mal, Schillbaum zusammensetzen, bieten dann die Grundlage. Nehmen wir wieder das Beispiel AIM. Hast du gutes AIM, bist du erstmal in der Lage, alle Helis fliegen zu können. Man wird später mit der kommenden Erfahrung zum Hunter greifen, weil der mit am meisten austeilen kann. Noch dazu ist er relativ wendig und hat Gegenmaßnahmen. Der Savage ist eher was für Leute, die noch nicht so das gute AIM besitzen. Ich hoffe, man versteht, worauf ich hinaus will. Der Amtlei, auch wichtig, kann man sich auf seine Mitspieler verlassen. Auf welchem Spielniveau spielen die? Und das alles muss beherrscht werden. Und im Regelfall wendet man das dann in einer realen Kampfsituation an. Unter Taktikverständnis könnte man auch sowas verstehen wie das Timing der Gegenmaßnahmen oder der Ghost-Zeitintervall. Das resultiert durch Spielerfahrung, Intention und auch dem Bauchgefühl. Aber wie gesagt, dazu kommt nochmal ein ausführliches Video. Der nächste Punkt, der mir oft in YouTube-Videos auffällt, ist die Beherrschung vom Helikopter, der Flugstil. Fliegt man aggressiv oder eher defensiv? Es ist eine Sache, den Heli in der Luft zu halten und KISS zu machen, aber wirklich fliegen zu können ist eine Kunst, die wenige beherrschen, vielleicht sogar nur eine Handvoll Spieler. Ein Vorzeigespieler ist Bowling Lobster, ein Mitspieler von mir, der Junge weiß wirklich, was er tut, von ihm stammt auch das Video zur Tennismethode. Was auch sehenswert in Videos ist, ist ein ruhiger Flugstil. Viele fliegen unsauber im Heli und können ihn nicht wirklich kontrollieren, wodurch schlechtes AIM gefördert wird. Ihr seht es, alles hängt miteinander zusammen.
Viele können auch gar nicht vernünftig kreisen. Dabei ist Kreisen mit das Wichtigste vom Movement, wie der Lord einst sagte. Liegen ist deutlich anspruchsvoller. Du navigierst einen vom Steuerungslayout komplexen Kampfhubschrauber durch die Gegend, kompensierst durch das Kreisen die Turbulenzen in der Luft, aimst präzise mit einer Sperrfeuerrakete auf den Gegner, während du seinen Raketen ausweichst und tötest ihn mit Splash Damage. Bei vielen bringt eine leichte Turbulenz den ganzen Helikopter aus dem Gleichgewicht. Das sieht nicht nur unschön aus im Video, es zeigt auch, dass der Spieler keine Ahnung hat, was er da gerade tut. Ich fliege manchmal sehr extrem und direkt, wie hier gerade zu sehen, hatte zum einen den Grund, dass ich hier den Helm ausbremsen musste, zum anderen, dass ich mich an die Steuerung gewöhnt habe. Wenn man mal 3 Wochen nicht spielt, passiert ist, dass man seinen Heli nicht unbedingt vergessen hat zu steuern, aber sich in Kampfsituationen etwas verschätzt. Hier beispielsweise kam ich direkt von der Basis aus und habe die 2 Deppen da Jets klauen sehen, das wird natürlich sofort unterbunden, da in meinen Lobbys immer strenges Flugverbot herrscht. Bin ich da also hin und hab die umgebracht, soweit ein guter Clip. Gut, das AIM bei dem Jet hätte besser sein können, aber ich war ja auch erst seit einer Minute in der Luft. Und da ist es mir dann passiert, ich habe mich etwas mit dem Einschlag verschätzt und die Rakete traf meine Raketenbatterie. Den Aussetzer habe ich dann für mich genutzt, um in Winkel zum Spieler zu ein und habe ihn mit 2er Sperrfeuer geholt. Dann wollte ich logischerweise in den Hangar, um den Heli zu reparieren. Und da kam die nächste Stänge, da sieht man das, was ich eben gesagt habe, ganz gut. Um aus Notsituationen rauszukommen, sehr hilfreich das Ausweichen. Gut habe ich ihn gekickt bekommen und konnte schnell genug zurück zum Hangar. Als ich wieder rauskam, ist der eine schon gequittet. Er hat wahrscheinlich gemerkt, was ihm da jetzt blüht. Ich hoffe, ein paar haben jetzt eine ungefähre Ahnung, woran Schiff festgemacht wird, keine YouTube-Videos mit Zusammenschnitten. Das ABC ist der Schlüssel für eines jeden Piloten. Und um das zu vertiefen, jetzt nochmal ein paar Clips, die ich kommentiere, in denen ich zeige, wie ich vorgegangen bin, und wo eventuell Fehler gemacht worden. Dann ja, auch ich mache Fehler. Wenn auch nur kleine Schönheitsmakel im Clip. Der erste Clip hier ist wieder eben mit dem Akkulaim-Clip nach einer etwas längeren Startpause. Man sieht, dass mein Movement noch nicht ganz auf dem normalen Niveau ist. Hier habe ich aber erstmal den MTW nutzlos gemacht. Ohne Beifahrer etwas schwierig, so einen Heli produktiv anzugehen. Was er aber gut gemacht hat, war hinter das Haus zu fahren, prinzipiell der tote Winkel eines Helikopters. Aber ohne Fahrer schwierig. Ja, hier mein erster Fehler, wenn man es so will, eben nicht warm gespielt und die Größe des Helikopters falsch geschätzt im Anflug. Aber auch das ist nicht wirklich negativ für den Clip an sich gewesen. Ich habe nur gerne immer sauberes Gunplay. Ab da fing es aber schon an, belastend zu werden. Der war so perplex von dem Heli, dass er erstmal geradewegs in den Wagen vor ihm gefahren ist. Aber damit nicht genug. Er bezieht sein Internet auch noch aus dem letzten Loch, weshalb ich ihn dann doch nicht getroffen habe, und wie das bei lagenden Missgeburten nun mal so ist, haben die durch ihr Internet die doppelte Auto-Aim-Range, weshalb er hier noch meine zum Glück nur Panzerung ankratzt. An der Stelle war ich dann etwas zu hoch, weil ich nicht in Deckung fliegen wollte, wodurch ich mich von allen Seiten angreifbar gemacht habe. Der Idiot von eben hat dann angefangen zu minigunen, hat mich mit 7er Sperrfeuer aber herzlich wenig interessiert. In dem Moment stängerte einer der Spieler mich dann, soweit auch nicht das große Problem. Dass ich ihn beim ersten Schuss nicht getroffen habe, hat mich schon etwas gewundert, aber jetzt habe ich mich echt gefragt, was für einen Schutzengel der Typ hat, da fliegt die eine Rakete doch genau gegen die Ampel. Und jetzt passiert mir etwas eigentlich Unnötiges, ich sehe auf der Map das MK1, dachte mir aber, dass es mit dem ECM ausreicht, was ich nicht bedacht habe, der MK1-Typ war der lagende Bastard von eben, er braucht also was, bis er in der Luft ist. Das habe ich zum Glück in genau diesem Moment gemerkt und konnte gegensteuern und das Schlimmste mit meinem Rotor verhindern. Also was hätte ich besser machen können? Ich hätte nach diesem Ampelfall weiter zum nächsten Spieler fliegen müssen und gegebenenfalls nicht so hart auf den Kick eiern. Und da habe ich nochmal ein Sinnbild für da. Später in der Lobby hat mich dann dieser Schwule aus dem Nachtclub angerufen und wollte, dass ich den gestohlenen Dreck zurückklaue, also fahre ich mit meinem Dirtbike, wie sich das nun mal gehört, als tot von oben, dem Typen auf dem Fahrrad hinterher, der repräsentiert die Spieler. Ich werfe mit Haftbomben aufs Fahrrad und es juckt ihn nicht. Da hilft dann nur noch die Brandmunition meiner Magnum. Dann der LKW, der repräsentiert Rockstar. Von denen bekommt man wortwörtlich nichts als einen schmerzhaften Schlag ins Gesicht.
Und zu guter Letzt dann die Ampel, die steht für nichts Sinnbildliches, fand ich aber lustig, weil Hobeles jetzt was zu tun hat. Zu guter Letzt dann noch ein Clip vom U-Boot, hier sieht man auch wieder sehr schön, wie ich Spielverständnis und Map Awareness anwende. Der Typ versucht von der U-Seite auf meine Yacht zu kommen. Da das U-Boot zu den Spezialfahrzeugen gehört, interessiert es die Yacht herzlich wenig, weshalb ich durch sie durch Fahrzeuge anvisieren kann. Da die Raketen durch das Periskopende abgeschossen werden und folglich oben sind, haben sie wie ein Mörser fungiert und die Yacht beschossen, so auch den Spieler, der die Welt danach nicht mehr verstanden hat und gequittet ist. Um zum Ende zu kommen. Ich wollte euch mit diesem Video zeigen, wie komplex der Luftkampf und alles drumherum ist, und hoffe euch das, vor allem mit meinem Helikopter ABC näher gebracht zu haben. Man kann an YouTube-Videos schlecht erkennen, ob ein Spieler wirklich gut. Ich bin der Meinung, das geht nur, wenn man längere Strecken über einen gewissen Zeitraum hochlädt, mit Abwechslung und Variation. Wenn ich mich nur auf eine bestimmte Sache fokussiere, ist es nur logisch, dass ich das dann besser beherrsche. Beim Rest sieht es dann natürlich schlecht aus, sowas beherrschen diese Spieler dann halt nicht. Ich hoffe wirklich, ich konnte auf Basis meiner Erfahrung den Begriff Shit definieren und die Grundsteine des Pilotseins klarstellen. Die Tage wird, wenn es euch denn interessiert, nochmal ein Video zu der damaligen Zeit in der Krill kommen. Lasst mich das also gerne in den Kommentaren wissen, wenn euch die Hintergrundgeschichte hinter all dem interessiert. Und schickt dieses Video ganz besonders denen, die meinen, sie seien die Nummer 1 in K. Es muss wohl wahnsinnig toll sein, der selbsternannte beste Pilot oder sowas zu sein. In einem toten Spiel gar nicht mal so schwer. Und damit verabschiede ich mich. I'm the goddess of death. What were you the god of again? Ich weiß gar nicht, was der ganze Hype auf einmal um mich soll. Erstmal kennt mich kein Schwein und jetzt auf einmal wollen alle mit mir befreundet sein.